Heute spreche ich über die Frisuren, die du besser vermeiden solltest, wenn du lange jung aussehen möchtest. Heißt, ich spreche heute über die Frisuren, die dich im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich alt aussehen lassen. Viele Männer machen genau das Falsche, wenn sie versuchen, mit ihrer Frisur jünger auszusehen. Denn sie nehmen zum Beispiel falsche Haarstyling-Produkte oder sie wählen eine komplett falsche Frisur aus, die sie am Ende des Tages noch älter aussehen lässt, als sie eigentlich sind. Und damit dir das nicht passiert, spreche ich heute über die Frisuren, die du auf jeden Fall vermeiden solltest, wenn du lange mit deiner Frisur jung aussehen möchtest. Die Frisuren, die du auf jeden Fall, wirklich auf jeden Fall vermeiden solltest, sind Gelfrisuren. Bitte vermeide Gelfrisuren. Warum? Gele sind wasserbasierte Stylingprodukte. Und wenn du dir Gel in deine Haare reinkleisterst, dann passiert halt Folgendes. Deine Haare saugen dieses Gel einfach nur richtig krass auf. Was wiederum bedeutet, wenn du zum Beispiel sehr feines oder sehr dünnes Haar hast oder auch schon vielleicht schüttes Haar hast, dann kann man noch leichter auf deine Kopfhaut draufschauen. Und das wiederum bedeutet, dass es einen Anschein hat, dass du schon sehr, sehr starken Haarausfall hast. Oder auch bei Geheimratsecken. Wenn du zum Beispiel unter Geheimratsecken leidest und dann eine Gelfrisur dir stylst, dann kann man noch besser deine Geheimratsecken sehen. Und das möchtest du ja nicht. Von daher versuch auf jeden Fall, Gelfrisuren zu vermeiden und nutze alternative Produkte. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, hey Daniel, was soll ich denn für ein Produkt verwenden? Ich habe schon jahrelang, jahrzehntelang mein super enorm geiles Gel verwendet. Kann ich dir sagen, eine Haarcreme, ein Haarpuder, ein Haarwachs, ein Haarclay oder auch zum Beispiel eine Hair Defining Cream. Die Hair Defining Cream ist nämlich das optimale Produkt, wenn du zum Beispiel wirklich Gel gefeiert hast, um vom Gel einfach so langsam aber sicher wegzukommen, nutzt die Hair Defining Cream. Gib dir einen leichten Halt, riecht extrem geil und es ist auch noch gesund. Heißt, du hast richtig gute Inhaltsstoffe wie Arganöl. Heißt, es pflegt auch noch deine Haare. Also wenn du vom Gel umsteigen möchtest, nutze einfach die Hair Defining Cream. Ist sowohl für lange Haare als auch für kurze Haare ideal geeignet. Link dazu, du weißt es, findest du unten in der Infobox. Die nächsten Frisuren, die du ebenfalls vermeiden solltest, wenn du lange jung aussehen möchtest, sind Scheitelfrisuren. Gerade die Leute, die langsam aber sicher Haarausfall bekommen, die versuchen dann auf Biegen und Brechen irgendwie den Haarausfall zu kaschieren und dann machen die Folgendes. Die langen Haare, die noch da sind, die kämmen sie dann über den Haarausfall drüber und das sieht alles andere als cool aus. Das sieht eher ein bisschen komisch aus und auch teilweise sogar witzig aus und das Ganze lässt dich wirklich alt aussehen anstatt jung. Denn sowas zu kaschieren mit einem Come-Over, also mit den Haaren drüber zu kämmen, das sieht wirklich nicht gut aus. Von daher solltest du diese Frisuren ebenfalls vermeiden. Und jetzt kommen wir von den Leuten, die versuchen, ihre Glatze zu kaschieren, zu den Leuten, die ihre Glatze verweigern. Und zwar zu den Glatzenverweigerern. Was meine ich damit? Ich meine damit die Leute, die zum Beispiel echt schon extrem Haarausfall haben und zum Beispiel im Tonsurbereich so einen Hubschrauberlandeplatz. Heißt, die zum Beispiel hier im hinteren Kopfbereich einfach schon extrem Haarausfall haben. Oder die Leute, die zum Beispiel einfach nur noch einen Kranz haben, wo einfach die ganzen Haare schon komplett ausgefallen sind und einfach nur noch ein Kranz stehen bleibt. Und das ist bei manchen Leuten tatsächlich schon der Fall. In jungen Jahren, Anfang 20, kann das passieren, dass die Haare schon so extrem ausfallen. Und wenn du dir dann einen Kranz stehen lässt oder wirklich so einen Hubschrauberlandeplatz hinten auf dem Kopf hast, das ist natürlich schrecklich für die Leute und die Leute, die den Haarausfall bekommen, ja, die drehen dann wahrscheinlich komplett durch. Aber bitte mach das nicht und lass es so stehen, denn das lässt dich Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte älter wirken. Also, anstatt die letzten überbliebenen Haare stehen zu lassen, empfehle ich dir einfach eine Glatze zu schneiden oder nach einer Lösung zu suchen. Lösungen wären zum Beispiel eine Haarpigmentierung, eine Haartransplantation oder auch ein Haarsystem. Und by the way, aktuell verlose ich in Kooperation mit OC Hair Systems ein Haarsystem im Wert von 1.500 € als auch eine komplette Transformation, was das Outfit angeht. Heißt, wenn du jemanden kennst, der unter Haarausfall leidet oder sowas unbedingt gewinnen sollte, dann teile lieben gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da den richtigen finden. Ich packe dir den Link zu der Verlosung auch nochmal unten in die Infobox rein. Next one, der Fukuhila. Bedeutet vorne kurz, hinten lang. Den würde ich dir definitiv nicht empfehlen, wenn du lange jung aussehen möchtest. Denn wenn du den Fukuhila trägst, wie zum Beispiel der Tennisstar Andre Agassi das damals gemacht hat, dann katapultierst du dich nämlich automatisch in die 80er Jahre zurück. Wenn du den Fukuhila unbedingt tragen möchtest. Ich weiß nämlich, der Fukuhila hat hin und wieder auch schon mal seine Revival gefeiert und viele Leute tragen den auch tatsächlich in Berlin oder auch in London, der im Englischen übrigens auch Mullet heißt, dann solltest du einfach einen anderen Schnitt da reinbringen. Den Fukuhila bzw. den Mullet dann einfach ein bisschen fresher tragen, einfach ein bisschen zeitgemäßer tragen. Aber grundsätzlich kann ich dir sagen, würde ich dir den Fukuhila nicht empfehlen, wenn du wirklich jung aussehen möchtest. Und last but not least, Leute, die letzte Frisur ist eigentlich gar keine Frisur mehr. Man kann es nicht als Frisur bezeichnen. Nein,
Nein, das geht nicht, aber ich habe es trotzdem mal hier mit reingenommen, weil sowas sollte man definitiv vermeiden, wenn man lange jung aussehen möchte. Ich nenne es in diesem Zusammenhang einfach mal die Trump-Frisur. Was das Ganze genau ist, weiß keiner so genau. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, es ist ein Mix aus einem Glatzenverweigerer und einer Scheitelfrisur, womit aller Macht versucht wird, irgendwie noch ein bisschen Volumen ins Haar zu bekommen und man einfach irgendeine Vogelnestfrisur kreiert. Sowas sollte man definitiv vermeiden und in diesem Zusammenhang könnte man auch schon sagen, von solchen Frisuren als auch von solchen Menschen sollte man definitiv Abstand nehmen. Ich hoffe, das sollte allen Leuten klar sein. Also Leute, diese Frisuren solltet ihr definitiv vermeiden, wenn ihr lange jung aussehen möchtet. Und falls du da draußen jemanden kennst, der tatsächlich unter mega krassen Haarausfall leidet und dementsprechend auch schon wesentlich älter aussieht und sich riesig über die Haartransformation bei OC Hair Systems freuen würde, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Schau unten in die Infobox rein. Ich würde mich mega freuen, wenn wir da wirklich jemanden finden, der sich über diese Transformation wirklich mega krass freuen würde. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.